Wir haben uns auch eben mit der Erinnerungskultur befasst, denn Tempelhof ist eben für die deutsch-amerikanischen Beziehungen ein Erinnerungsort, so kann man sagen. Und das manifestiert sich ja auch in bestimmten Symbolen. Das wichtigste Symbol, was wahrscheinlich den meisten Menschen als erstes ins Gedächtnis kommt, ist das Denkmal am Platz der Luftbrücke. Und wir haben dokumentiert in dieser Ausstellung, wie dieses Denkmal dort eigentlich hingekommen ist, denn es war für einen anderen Platz bestimmt. Das kann man sehr schön hier an dieser Entwurfszeichnung sehen von dem Architekten, der den Wettbewerb gewonnen hat, der 1949 veranstaltet wurde, um dieses Denkmal zu kreieren. Er hatte sich vorgestellt, er wollte ein Aluminiumdenkmal direkt vor der zentralen Abflughalle. Dieses Denkmal symbolisiert einen Bogen nach Westen und diese drei Streben, das, was die Berliner etwas despektierlich Hungerhake getauft haben, diese drei Streben symbolisieren diese drei Luftkorridore, über die wir vorhin gesprochen haben. Und das kann man sich toll vorstellen in diesen rechtwinkligen Umgebungen, dieses dynamische Denkmal aus Aluminium. Nur leider ist diese Idee nicht verwirklicht worden, denn man hatte 1949/50 nicht das Geld, so ein Denkmal aus Aluminium zu bauen. Das ist ein ganz teurer Werkstoff. Man hat es also aus Beton gebaut. Und der zweite Punkt war, dass der damalige Flughafenkommandant, der Amerikaner, gesagt hat, ich möchte dieses Denkmal nicht auf diesem Platz. Diesen Platz brauche ich für meine eigenen Soldaten. Wir hissen hier die Fahne, es gibt hier Aufmärsche. Der ist einfach tabu. Rückt doch bitte dieses Denkmal etwas weiter weg. Und so ist es dazu gekommen, dass diese Hungerhake aus Beton dort steht, wo sie heute steht. Und das ist ja ein Symbol, was bis heute lebendig ist. Das finde ich auch immer noch mal ganz bemerkenswert, dass bis jetzt jede Berliner Regierung, unabhängig von ihrer politischen Farbe, daran festgehalten hat, am 12. Mai an diesem Denkmal eine Zeremonie zu veranstalten und an die Opfer der Luftbrücke zu erinnern. Ja. Bis heute. Und wir finden hier den Adler wieder, der gerade eben schon eine Rolle gespielt hat, weil dort ja die Rote Armee-Flagge, quasi die sowjetische Flagge ja gehisst worden ist, als ein symbolträchtiger Ort. Den sehen wir da wieder. Und da gibt es auch eine tolle Geschichte. Den sehen wir da wieder. Das ist wirklich eine der kuriosesten Geschichten. Man kann ihn gut auf dem oberen Foto nochmal erkennen. Wir haben über das Foto des sowjetischen Kriegsfotografen gesprochen. Danach blieb dieser Adler dort erstmal an Ort und Stelle stehen. Und die Amerikaner haben einfach eine kleine Tafel mit dem Sternenbanner vor die Weltkugel mit dem Hakenkreuz gestellt. Ansonsten blieb dieser Adler aber dort. Dann gab es 1946 eine, wie wir es interpretieren, eine sehr pragmatische Form der Entnazifizierung auf optischer Ebene. Und zwar hat man den Kopf dieses Adlers weiß gestrichen. Dadurch ähnelte er, naja, also im Entfernten würde ich mal sagen, dem Weißkopfseeadler. Und das ist wiederum das Wappentier der Amerikaner. Wir vermuten, dass das vielleicht der Weg gewesen ist, zu sagen, okay, wir lassen den Adler da stehen, wir müssen ihn jetzt hier nicht abräumen. Irgendwann musste er weichen, das war Anfang der 60er Jahre, da ist nämlich an diese Stelle ein Radar gekommen. Und dann hat man diesen gesamten Adler in die USA transportiert, und zwar nach West Point, das ist die Militärakademie der Amerikaner, und dort dem Museum übergeben, in der Annahme, dass dieses Museum mit dem Adler irgendetwas macht. 20 Jahre später stellte sich zufällig heraus, dass dieser Adler im Depot dort gelandet ist und sich niemand mit diesem Adler beschäftigt hat. Die Meinung war da, glaube ich, eher, dass man sagte, der Adler, das ist ja was, es hat was mit der deutschen Geschichte zu tun, aber eigentlich nicht wirklich was mit der amerikanischen. Insofern können wir den hier auch nicht zeigen. Und dann hat ein US Air Force Officer in den 80er Jahren entschieden, also diesen Kopf des Adlers möchte ich zurückbringen nach Berlin. Das hat er auch gemacht. Und seit den 80er Jahren steht der Kopf als Rest dieser riesigen Skulptur auf einem Steinsockel vor dem Tempelhofer Flughafen, direkt am Parkplatz. Richtig, ich glaube, den haben wir auch alle schon gesehen. Den haben bestimmt alle schon gesehen, nur die wenigsten werden die Geschichte dahinter kennen. Richtig, wunderbar. Noch ein weiterer spannender Aspekt hier in diesem Raum ist der Aspekt der Flüchtlinge, für die Tempelhof eine gewisse Zeit lang auch eine große Rolle gespielt hat. Inwiefern? Ganz genau. Das haben wir dort drüben dargestellt. Das spielte in dem Jahrzehnt vor dem Mauerbau die entscheidende Rolle, denn das waren ja die Jahre, wo die Flüchtlingszahlen praktisch monatlich nach oben geklettert sind. Und wenn es Menschen gelungen war, über die ja noch offene Sektorengrenze in Berlin aus dem Ostteil in den Westteil der Stadt zu gelangen, dann hatten sie nur eine Möglichkeit, ohne Kontrollen der DDR aus West-Berlin rauszukommen, und das war eben wieder der Luftweg. Und deswegen hat man nach Möglichkeiten gesucht, diese Flüchtlinge auszufliegen, und hat dafür ein Verfahren gewählt, das hatte quasi so einen Stand-by-Charakter. Das heißt, diese Flüchtlinge kamen in eine Baracke am Tempelhofer Damm, die heute noch steht. Dort haben sie übernachtet und haben darauf gewartet, dass in regulären Linienflügen
dieser alliierten Fluggesellschaften, von denen wir vorhin gesprochen haben, Plätze frei werden. Und dann hat man die freien Plätze mit DDR-Flüchtlingen sozusagen aufgefüllt. Und mussten die noch bezahlt werden? Ja, das musste auch bezahlt werden. Aber da hat der damalige regierende Bürgermeister von West-Berlin, Ernst Reuter, einen, so heißt es auch in den Quellen, Flüchtlingstarif ausgehandelt. Das war also ein sehr, sehr günstiger Tarif, denn diese Flüchtlinge hatten verständlicherweise praktisch nichts und konnten sich jetzt keine teuren Panem-Tickets leisten. Das endete dann wahrscheinlich mit dem Mauerbau, weil dann die Zahl der Flüchtlinge rapide Ganz zurückging. Genau. Das ist der Grund. Der Mauerbau schloss diese letzte Möglichkeit noch unkontrolliert von Ost nach West innerhalb der Stadt zu kommen. Die Flüchtlingszahlen brachen ein und damit war auch dieses Phänomen im Grunde dann beendet. Ja. Es gibt auch eine kleine Seite politischer Protest am Flughafen Tempelhof, wo auch nochmal in die Vergangenheit geschaut wird. Ja, das war uns auch wichtig. Man kann schon sagen, dass die allermeisten Westberliner über die ganze Zeit hinweg waren einverstanden damit, dass die Amerikaner als Schutzmächte in West-Berlin waren und hier die Sicherheit und die Freiheit dieser Stadt garantiert haben. Aber es gab in den 60er Jahren, in der Zeit des Vietnamkriegs, durchaus auch bestimmte Milieus, vor allem auch die studentischen Milieus, in denen sich Widerstand formiert hat, in denen auch Enttäuschung herrschte über die Rolle, die die USA damals im Vietnamkrieg gespielt hat. Und das ist auch tatsächlich am Tempelhofer Flughafen zum Tragen gekommen, insbesondere am Tag der offenen Tür. Das war ja an und für sich der Tag im Jahr, wo sich die US-Luftwaffen, der Luftwaffenstützpunkt sozusagen für die Allgemeinheit geöffnet hat. Man konnte auf den Flughafen, das haben in den 70er, 80er Jahren hunderttausende Menschen gemacht. Ich glaube, die höchste Zahl war in den 80er Jahren 700.000 Menschen an diesem einen Wochenendetag der offenen Tür. Und Einzelne, gerade in den 60er Jahren, haben dann diese Tage der offenen Tür auch zum Protest genutzt. Und wir haben dort ein sehr interessantes Foto, wo man die spätere RAF-Terroristin Gudrun Enslin als junge Frau auf einem dieser Tage der offenen Tür stehen sieht mit einem Demonstrationstransparent. Gut, also war Tempelhof quasi auch immer das Symbol für die deutsch-amerikanische Freundschaft und deutsch-amerikanische Beziehung. Genau, ganz, ganz überwiegend als Konsens, als willkommene Präsenz der Amerikaner in West-Berlin, aber zu bestimmten Zeiten und von bestimmten Bevölkerungsgruppen, aber die eine Minderheit darstellen, gab es eben auch andere Auffassungen dazu und die wurden eben so artikuliert. Und das war uns wichtig, das gehört einfach zum Bild, zum Gesamtbild dazu, dass das auch in dieser Ausstellung thematisiert wird. Frau Bevendam, zum Schluss. Der Flughafen Tempelhof spielt für Sie sowieso eine große Rolle, weil er eigentlich der Zukunftsort ist, auch für dieses Museum. Da wird lange schon drüber diskutiert, aber jetzt zeichnet sich das auch ab, dass es zu diesem Umzug kommen wird. Wie würden Sie den aktuellen Status beschreiben? Optimistisch. Also ich bin optimistisch, dass es dazu kommen wird. Wir sind schon recht weit gediehen. Wir beschäftigen uns schon viele, viele Jahre mit diesem Thema. Ich habe das Thema auch nicht erfunden. Ich habe es von meinem Vorgänger letztendlich übernommen. Ich habe mir aber diese Idee, dass das Alliiertenmuseum seine Zukunft in Tempelhof haben könnte, sehr schnell zu eigen gemacht, weil einfach die historische Authentizität dieses Ortes als Luftbrückenflughafen unglaublich gut passt. Und zum Zweiten ist natürlich die Lage in Berlin und die Anbindung an das öffentliche Verkehrssystem eine ungleich bessere als hier. Und wir hätten mehr Platz und könnten eben all die Dinge, von denen wir auch schon gesprochen haben, dann tatsächlich zeigen. Würde der Umzug auch eine neue Konzeption mit sich bringen? Ja, wir würden sicherlich oder wir denken auch jetzt schon darüber nach, das Alliiertenmuseum dann auch konzeptuell, sage ich mal, zu modifizieren. Man muss einfach sehen, das Ende des Kalten Krieges ist 25 Jahre her. Wir haben es heute mit jungen Leuten zu tun, die sich gar nicht mehr daran erinnern, was das eigentlich war. Der Kalte Krieg, die vier Mächte, die Amerikaner, die Alliierten, das muss man immer wieder in jeder Generation neu erklären. Und deswegen denken wir auch an solche Dinge wie zum Beispiel etwas stärker die vierte Besatzungsmacht mit in den Blick zu nehmen, also die Sowjetunion, oder auch den Kontext zum Kalten Krieg oder zur deutschen Teilungsgeschichte einfach ein bisschen deutlicher zu machen, als er hier zurzeit ist. Sie haben dann aber keine Sorge, einen Aufstand der alten Westberliner zu verursachen? Das glaube ich nicht. Wenn man das gut begründet und erklärt, warum man das macht und dass das wichtig ist, damit dieses Museum eine gute Zukunft hat, denn wir wollen, dass das Alliiertenmuseum auch noch in 50 Jahren interessant ist für Menschen. Und diese Westberliner, von denen Sie gerade sprechen, die sind uns lieb und teuer. Die kommen auch häufig ins Museum. Das sind sozusagen unsere Veteranen. Aber man muss auch ganz klar sehen, dass eine Generation die andere ablöst. Und unsere Aufgabe ist es, dieses Museum wirklich attraktiv auch für die Zukunft zu machen. Und dazu gehört so eine Neujustierung, möchte ich es mal nennen. Aber den Rosinenbomber würden Sie dann auch mitnehmen? Unbedingt. Alles, was wir hier haben, werden wir mitnehmen. Das ist auch nichts, was in übermorgen passiert. Ich denke mir, dass wir vielleicht in 5 Jahren soweit sind. Es muss noch ein Architekturwettbewerb stattfinden. Es müssen viele Detailplanungen noch gemacht werden. Es muss auch das Geld am Ende bereitgestellt werden. Aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg.
Frau Barmendamm, vielen Dank für die Führung und die anderen Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Hat mir viel Spaß gemacht. Herzlich gerne. Danke für Ihren Besuch. Soweit unser Kiez-Konkret aus dem Alliiertenmuseum in Zehlendorf. Liebe Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick geben in die neue Ausstellung zum Tempelhofer Flughafen und der amerikanischen Geschichte. Ab dem 9. Juli können Sie sich selber ein Bild machen. Jeden Tag von 10 bis 18 Uhr, außer montags, hat das Alliiertenmuseum geöffnet. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, kommen Sie vorbei. Es ist wirklich spannend und gerade die Zeitzeugenberichte, die wir jetzt nicht so abbilden konnten, sind wirklich hörend und sehenswert. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen schönen Abend und passen Sie auf sich auf.